Hallo und willkommen zurück zu Folge 21 von Cookie Cutter. Wir haben die Karte wieder ein bisschen aufgedeckt, nachdem sie wieder weggepackt ist, aber wir gehen jetzt vor allem hier weiter. In der Hoffnung, dass wir hier was Interessantes finden. Wir brauchen immer noch die Fähigkeit, nach oben zu kommen mit unserem dicken Arsch. Ich höre irgendwas. Ich höre irgendwas und habe kurz befürchtet, dass mein Kater komische Geräusche macht. Ich höre irgendwas. So, mal ohne Kopfhörer spielen. Wer braucht schon Sound? Wo sind wir eigentlich? Ach, wir sind hier. Ah. Ja, hier haben wir ja legit fast alles erkundet, ne? Ich bin mir auch fast sicher, dass wir da... Waren wir da? Ich weiß es nicht mehr. Das ist halt auch echt ein Problem. Na, da war ich auch. Das ist echt ein Problem, dass die Karte immer wegbuggt, weil ich jetzt halt nicht weiß, wo ich schon war und wo noch nicht. Das ist ein ganz großes Problem. So, da muss ich lang. Aber da komme ich nicht lang. Ja, wir porten mal zurück in den verborgenen Diner. In das verborgene Diner. Und, haben wir schon alle Tagebucheinträge? Das dritte haben wir auch schon gehabt, ne? Paranoia, schreckliche Geheimnisse, Details und Vergangenheit, Rückkehr, Expeditionen. Ja, das haben wir alles schon. Jo, okay. Getriebe. Ich will das hier verbessern. Oh. Und das hier verbessern. Okay. Mit ihm sind wir fertig. Wir sind fertig mit dir, Raz. Okay. Hier können wir auch schon ewig hin. Uns fehlt immer noch ein Motorradteil. Ich weiß aber nicht, wo das sein soll. Hey, Schnuck, ich will dich wiederzusehen. Du siehst heute wunderschön aus. Womit kann ich dienen? Es sollte doch vier Teile geben. Das Megabar war gestern der endlose Müllhalde mit. Ja, okay, der hat. Ups, der hat Schrott. Hier ist nochmal ein bisschen Money. Hier ist eine Tür. Was haben wir denn hier? Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Dieses Objekt pulsiert förmlich vor nostalgischer Energie. Könnte es eine Verbindung zur Vergangenheit sein? Zeige diesen Gegenstand jemandem, der Energie lesen kann. Oh, ein aus Abfall hergestelltes Taschenteleskop. Für die meisten, die im Megabauwerk leben, ist das Himmelszelt ein Mysterium. Nur selten hat man Gelegenheit, die Außenwelt zu sehen, die hinter der Barriere liegt, die den Untergrund von der Oberfläche trennt. Geil! Okay, sehr gut. Damit gehen wir gleich zu Althea, hieß die so? Haben wir jetzt hier auch, glaube ich, erstmal alles erkundet, bis wir das Motorrad haben. Aber ich weiß auch jetzt nicht sicher, wo ich das letzte Teil fürs Motorrad finde. Vor allem, weil ich gar nicht weiß, wo ich schon welche gefunden habe. Oh, meine liebe Schwester, möge die Lehre dich segnen. Okay, das war... Ich dachte, die sagt jetzt dazu noch was. Aber gut, dann legen wir uns schlafen. Bett. Ach, verschlossen. Ich habe verschlossen gelesen, so wie close. Okay. Hat's dir gefallen? Das war einfach unglaublich. Ich finde, das ist die beste Art, einen langen, harten Tag zu beenden, oder etwa nicht? Und wie nennt man das? Das nennt man einen Film. Das ist eine uralte Form der Unterhaltung. Vor Jahrhunderten haben die Menschen auf einem fernen Planeten ständig Filme gesehen. Wenn es darum geht, Spaß zu haben, hast du einen ziemlich guten Geschmack. Da liegt meine Muschi. Hier liegt Regina, die Regina. Kein etwas Likör haben, der ist so verdammt gut. Ja, natürlich, du brauchst nicht zu fragen. Ich freue mich sehr, dass dir meine Überraschung gefallen hat, Cherry. Wenn wir weiter zusammenarbeiten, werde ich noch viel, viel mehr mit dir teilen. Ja, bitte, ich will lernen. Teil alles mit mir. Zumindest hoffe ich, dass es beim nächsten Mal noch besser mache. Egal, du bist sowieso schöner als alles andere. Was ist los? Beobachtet uns, Gina?
Oh, sie ist im Schlafmodus. Warum fragst du? Oh, Jesus! Natürlich habe ich geschlafen, aber ich erinnere mich an alles. Ich war live dabei. Wir haben schließlich dieselbe Datenbank. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass es eine Formel gibt, um die Informationen, die ich in dieser Nacht erhalten habe, zusammenzufassen oder zu verarbeiten. Das war alles zu chaotisch und zusammenhanglos. Kurz gesagt, ich nehme an, dass es einige Phänomene gibt, die nicht mithilfe der Mathematik erklärt werden können. Es ist einfach Liebe, Gina. Niemand ist dafür gemacht, das zu verstehen. Ich will mit dir Liebe machen. Okay. Gut. Echt krass, dass wir erst zwei davon gefunden haben. Gibt bestimmt noch viel mehr und ich habe sie einfach nicht gefunden. So, da oben waren wir ja auch noch nicht. Hier ist auch nochmal Geld. Hier ist noch mehr Geld. Hier ist nix. Jo. Und jetzt müssen wir wieder... Ach, guck mal. Da sind wir auch noch nicht lang gegangen. Vielleicht ist da ja das Motorrad. Man darf ja wohl hoffen. Man darf es ja wohl hoffen, es hoffen, es hoffen. Man darf es ja wohl hoffen. Ich gehe jetzt da lang. Drück Start für die Karte. Ja, ja, aber die Karte funktioniert ja nicht. Ah! Ground Zero. So, das ist auch ein Jumping Pad. Können wir wieder raus? Was ist das denn? Oh! Ein alter, ziemlich mitgenommener Schraubenschlüssel. Wenn es darauf ankommt, muss man sich auf sein Werkzeug verlassen können. Es gibt keine Schraube, die damit noch feststeckt. Was? Achso, es gibt keine Schraube, die damit noch feststeckt und keinen Fehler, der damit nicht behoben werden könnte. Die Hände eines wahren Profis können selbst den verfaultesten Kadaver wieder zu einer Kriegsmaschine machen. Okay. Die Tür ist verriegelt. Ja, aber dann entriegel sie doch! Ah! Okay, haben wir noch eine Möglichkeit für den Traum? Ups. Das finde ich doch schick. Was ist das da hinten eigentlich? Ist alles schon wieder irgendwie komisch. Also, wenn ich hinten sage, meine ich immer im Hintergrund. Oder? Wahrscheinlich im Hintergrund. Oh Gott! Es kriegt mich! Oh, es ist früher Morgen. Und die Werksirene dröhnt. Halt, falsches Zimmer. Ich muss erst nach oben. Eigentlich ist Althea absolut useless. Nur man könnte das Item auch einfach so benutzen. Aber sie wollten es halt irgendwie relevant machen. Sie sagt ja nicht mal was dazu. Eigentlich ist sie total nutzlos. Egal. So. Kalter Reset. Shit. Okay, dieses Kabel muss hier rein. So sollte es funktionieren. Wer bist du? Hey Kleiner, ich bin hier, um zu helfen. Mein Name ist Raz. Funktioniert alles richtig? Kannst du mir sagen, was deine Primärfunktion ist? Fass mich nicht an, du Bastard! Wo ist Shinji? Hey, beruhig dich. Ich suche auch nach ihr. Wir waren verabredet. Also, was ist passiert? Raz, ich bin froh, dass du uns gefunden hast. Regina! Kennst du den Kerl? Ja, er ist dein Freund. Er studierte und arbeitete viel Jahre lang an Shinjis Seite. Ja, ich bin nicht hier, um irgendwas zu versauen, okay? Kann mir bitte jetzt jemand sagen, was zum Teufel passiert ist? Salem Gabanzos hat uns angegriffen und Shinji festgenommen. Salem Gabanzos, die schwarze Hand. Heilige Scheiße, das sind schlechte Nachrichten. Richtig schlechte. Warum hat er sie festgenommen? Shinji wird des Ungehorsams, der Industriesabotage und des Hochverrats beschuldigt. Oh Mann, seine Scheiße. Sie meint das ernst. Wie, du hast davon gewusst? Shinji hat mich gestern angerufen. Wir wollten darüber reden, was passiert, wenn sie für immer weg sein sollte. Sie sagte mir, dass sie sich Sorgen um ihre Gesundheit macht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sie Probleme mit Infonet hätte. Wisst ihr, was Shinji getan hat, damit sie hinterher sind? Wir sind nicht in der Lage, diese Informationen abzurufen. Unser Erinnerungssystem wurde teilweise beschädigt. Wirst du uns helfen, mehr herauszufinden? Shinji hat mir so oft das Leben gerettet, ich werde sie jetzt nicht im Stich lassen. Ah, es tut weh! Lass uns aufhören zu plaudern und sag mir einfach eine Sache. Kannst du mich wirklich reparieren? Ja, natürlich kann ich das, Kleine. Denzels neu zu reparieren ist mein Job. Wo kann ich Shinjis Werkzeuge finden? Wie konnte ich mich so verprügeln lassen? Damals war ich so schwach und naiv. Wir müssen Raz danken, dass wir noch am Leben sind. Stimmt wohl. Das machen wir sofort. Vielleicht geht das ja tatsächlich auch. Oh, Raz ist so eine coole Sau, ne? Okay, nichts. Gut. Schade. Okay, aber all das hilft mir nicht weiter, um das Motorrad zu finden. Ich meine,
Hier haben wir eigentlich alles geholt, bis auf das da. Aber das sieht doch nicht aus, als würde ich da hinkommen, weil das ist ja so eine Schräge. Das heißt, hier ist es nicht. Hier haben wir fast alles geholt. Da waren wir nur da immer noch nicht. Imagine, da ist einfach das Motorrad. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt als nächstes Mal hin. Ich habe das Gefühl, ich war da. Oder? Ich habe auch die Truhe nicht geholt. Aber die ist ja auch irgendwie in der Wand. Die habe ich nicht gefunden. Da oben war ich auch nicht. Okay, ich glaube, wir sind in der Neumarkkammer ganz gut aufgehoben. Ich glaube, hier kann ich noch viele Sachen holen. Ich würde sagen, wir warten da jetzt einfach mal gemeinsam hin. Die Neumarkkammer. Weil da sind extrem viele Kisten. Irgendwas werden wir da schon finden, oder? Erstmal ein Stück köstliches Wasser. Nachdem ich gerade zwischen der Folge irgendwie zwei Wochen alten Eistee getrunken habe, der da so offen neben meinem Tisch stand, bei dem ich gar nicht dran gedacht habe, dass der 2 Wochen alt ist, sonst hätte ich ihn ja nicht getrunken. Ja. Sollte man nicht machen. Trinkt niemals 2 Wochen alten Eistee. Egal ob Pfirsich oder Zitrone, da kann ich euch sagen, auch Pfirsich schmeckt dann nicht mehr geil. So. Na? Kannst du bitte? Was ist das denn? Falscher Move. Das brauche ich. So, Mord. Der kann nichts dagegen tun. Alles klar. Jetzt müssen wir diese komische Kugel finden. Gut, hier ist sie nicht. Die muss ja irgendwo in dem Raum sein. Die muss ja hier irgendwo sein. Huch! Das sieht ein bisschen aus wie so ein Danganronpa Artwork, aber nicht so ganz. Aber das ist doch Dingens. Nee. Hat der eine Machete? Hat der einen Kukri? Ist das eine Schere? Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß es well. Oh, da ist der Ball. Ah, okay. Und dann muss ich die da so noch hinten nach oben nehmen, Alter. Ich glaube, ich hatte den gesehen damals, vor vielen Folgen. Und habe es da liegen gelassen, weil ich nicht wusste, wohin. Kann das sein? Aber wir nehmen das jetzt einfach mit nach oben. Well. Oder vielleicht habe ich auch den Ball abandoned, weil ich ihn nicht mitnehmen konnte, weil hier ging es nicht lang. Ich weiß mehr. Es ist zu lange her. So? Ah! Bitte, 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 bitte. Ne, das ist nur Geld. Nur Material. Und 2 Panzer bekommen. Ja, das war's nicht. Da kann man hoch. Theoretisch. Aber wahrscheinlich fällt man da eher runter. Fragezeichen. Ich glaube, wir können ja mal versuchen, da lang zu kommen. Ja, das Problem ist... Also gibt es 2 Probleme. Erstens, ich kann keine Markierungen auf der Karte setzen. Das heißt, ich muss auf die Markierungen vom Spiel vertrauen. Und die sind ja nicht hundertprozentig akkurat, wie wir schon gelernt haben, weil es gibt ja zum Beispiel verschlossene Truhen. Oh mein Gott, das ist krass. Die nicht markiert werden. Was ich fragwürdig finde. Aber gut, kann ich nichts anderes machen, also muss ich mit dem Fakt halt einfach leben, ja. Aber, dass die Karte halt wegbuggt, ist halt unverzeihlich, ne? Das darf in einem Metroidvania nicht passieren. Metroidvanias leben von ihren Karten. Ich muss mich auf die Karte verlassen können. Ansonsten kann ich es auch mit der Hand zeichnen, dann habe ich genauso eine hohe Fehlerquote, wie wenn die Karte wegbuggt. Okay, ah, guck mal, hier kommt... Ah, ich hatte, glaube ich, noch keinen Dash. Oh, was ist denn das? So, jetzt darf ich mich nicht verarschen lassen. Ich muss mal ein bisschen was spawnen. Spawnt ihr bitte ein paar Gegner? Dankeschön. Hä? Ah, hat funktioniert. Okay. Was haben wir hier? Leergut. Erhöht die Menge an Leere, die von brutalisierten Gegnern erhalten wird. Leergut. Nice. Ich habe einen schönen Subreddit, der heißt, glaube ich, Pfandbon oder so. Wo Leute ihre Pfandbons posten. Und dann hast du irgendwie so einen Pfandbon im Wert von 500 Euro oder so. Da denkst du dir so, what the fuck? Wer sammelt denn Pfand im Wert von 500 Euro?
Also, nicht unbedingt sammelt, aber. Wer hebt den Pfand im Wert von 500 Euro auf? Das ist ja mal die wichtigste Frage. Da drüben ist noch eine Truhe, aber das ist so eine normale Pimmeltruhe, die interessiert mich nicht. Roten Truhen sind interessant, das heißt, wir müssen da hoch. Das hier müsste aber eigentlich ein Shortcut, genau. Whoop. Sein. Die können wir mal. Oh, ich habe keine Leere. Ich habe noch nicht mal volle. Stop. Stop. Ja, ich hab's verdient, aber stop. Stop. Ich muss. Ecke muss rechts lang. Jetzt muss ich bestimmt wieder durch so einen ganz komischen Pfad. Achso, nee. Ah, das ist das hier. Das ist gar nicht so schlimm. Entschuldigung, die Herren, ich muss da mal durch. Dankeschön. So, und jetzt geht's hier nach rechts weiter. Genau. Hier ist ein Ball. Hier ist eine Tür, die ist versperrt. Das heißt, ich muss von der anderen Seite ran. Jetzt ist nur die Frage, muss ich ja wirklich von da unten kommen? Das ist ja kacki. Okay, da können wir uns dann hin teleportieren. Aber kann ich vielleicht einen Weg finden, nach da oben zu kommen? Au. Also, warte, noch ein Stück nach oben. Erstmal wieder rausfinden, wo wir eigentlich sind. Oh nein, ich sterbe. Okay, mal ganz kurz ein bisschen ruhiger spielen. Bisschen die Regeneration nutzen, die wir haben. Mau jetzt da drüben. Übelst die Bengel. So. Genau. Hatte ich da noch keinen Double Jump? Oder bin ich da einfach nur nicht lang? Schwer zu glauben, dass ich hier nicht lang gegangen bin. Aber na gut, ich muss mich halt wahrscheinlich für eine Richtung entscheiden. Und habe die falsche gewählt! Also technisch gesehen die richtige, was aber erkundungstechnisch die falsche ist. Sag mein Nurz! Nicht sterben. Ganz ruhig, Jago. Ganz ruhig. Sauber runterspielen. Ist nicht so schwer. Ist nur. Ist nur ein Spiel. So, hier ist Money. Und nichts Nützliches weiter. Dammit. Aber wie komme ich denn an die rote Truhe daran? What? Muss da ja was versteckt sein irgendwo. Nein! Ah, ich werde sterben. Ich werde sowas von sterberisch sterben. Ah. Oh no. Naja, über uns war ein Checkpoint. Alles gut. Guck, jetzt sind wir auch wieder voll. Alles cool, alles cool, alles cool, 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 cool. Tot. Tot. Oh oh. Naja, kriegst du manchmal ein bisschen Damage. Guck mal, da kann man rein. Aber halt nicht so wirklich. Weil das ist zu klein. Wie soll ich denn. Hä? Komm da nicht rein. Und da ist eine ganz. Nee, ist doch keine kleine Öffnung. Das soll ich also wieder raus. Muss ich dann von oben da irgendwie rein? Wir hatten, glaube ich. Wir hatten zwar Geheimtüren nach oben, aber noch nie nach unten, oder? Vielleicht ist das ja die erste. Vielleicht gab es ja hier. Ich meine, kann ja sein. Aber hier ist halt überall Blitz. Nee. Hä? Aber das kann dann auch nicht das Motorrad sein, ne? Okay. Wo? Wo ist das Motorrad? Sag es mir sofort. Hallo? Komm, mich nicht bewegen. Weird. So, kurz nochmal auf die Plattform warten. Da ist sie. Da links ist halt noch irgendwas versteckt. Also, was heißt versteckt? Noch eine Ecke, wo ich nicht drin war. Meine Herren, ich verbitte mir das. Ich habe jetzt keine Zeit, mit euch zu spielen.
Was? Ach, der schießt durch die Wand. Of course. Of course, of course. Si, senor, si. Genau, warum geht nicht einfach die rechte Wand hoch? Alter. Dankeschön. Dankeschön. Mehr will ich doch gar nicht. Der geht mir so auf den Sack. Diese Typen, die durch die Wände schießen, gehen mir so auf den Sack. Ja, true, ich war hier links. Oder? Nee, war ich nicht. Oder? Doch, klar. Natürlich war ich hier, sonst wäre das ja nicht offen. Ah, die Karte war schon wieder nicht up to date. So, da oben ist auch noch was in der Wand. Aber das wird ja dann auch nicht das Motorrad sein. Oder doch? Also erstmal cool, dass ich hier hoch kann. War ich mir eine Menge Zeit und Nerven und Weg. Ich glaube, hier kam ich das letzte Mal noch nicht hoch. Das heißt, hier muss eine kaputtbare Wand sein. Jo. Bitte sein Motorradteil. Ist auch gut, aber es ist halt nicht, was ich suche. Und damit automatisch schlecht. So. Da links ist noch was. Da oben ist der Teleporter raus. Gehen wir nochmal zu dem Elektronenteil. Ja, Leute, tut mir ein bisschen leid, dass wir jetzt keinen Progress machen, aber ist halt immer noch in Metroidvania. Da muss man sich halt auch mal ein bisschen umgucken. Ah! Ach, ich liebe diesen Spell, der ist so stark! Aber jetzt, wo wir dann noch gelevelt haben. Lieblich ist das. Lieblich im Abgang. Genau. So, jetzt können wir das anschießen. Anschießen. Dann machen wir hier eine kleine Arena. Jo. Oh mein Gott, sind das viele. Aber ist nicht so schlimm. Sind ja quasi auch schon wieder alle tot. Ups. Boom. Das ist so geil, ne? Look at this. Es ist insaner Damage. Die haben keine Chance. Keine Chance. Ich glaube, die Arenen sind eigentlich richtig schwer. Aber so viel Burst. Oh, und jetzt er. Na gut. Fülle ich halt nochmal meine Leere ein bisschen auf. Das ist legit der stärkste Gegner hier, der da. Und dann können wir mittlerweile auch one-shotten. Nice. Lass mich durch. Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ist auch gut, wie gesagt. Aber es ist nicht, was ich suche. Okay. Da ist nochmal Material. Da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen jetzt zu dem Teleporter da runter und dann da hoch zu der Lücke und dann hoffentlich da rauf. Hier ist ein Motorrad-Icon. Das macht mir aber ein bisschen Sorge. Genau, weil dann waren wir nämlich hier schon. Das heißt, hier wird wahrscheinlich kein weiteres Motorradteil sein. Eigentlich brauchen wir so eine... Stimmt, das war immer hinter so Kristallwänden, ne? Aber da kann ich so lange... Und hier brauche ich das Motorrad schon. Das muss das Motorrad sein, um da sich von A nach B zu bewegen. Jetzt komme ich auch nicht mehr zurück. Okay. Gut. Warte mal. Haben wir noch irgendwo... Guck mal, da ist ein Motorrad-Icon, aber da muss ich doch bestimmt... Aber wenn da ein Motorrad... Also da könnten wir halt mal hingucken. Da könnte tatsächlich noch was sein. Hier noch irgendwo eine Kristallwand, die man zerbersten kann. Ich sehe jetzt gerade keine. Wenn ich reinzoome, sehe ich verschiedenste Icons, die mir nichts bringen. Nee. Kristallgruben noch irgendwas? Nichts, was jetzt aufgedeckt wäre. Aber das muss ja nichts heißen. In der Diesellagune? Genau, hier ist die Karte, die nicht aufgedeckt ist. Obwohl wir da schon waren, das ist klar. Da muss man halt rüber, ne? Ich hab... Gottverdammt nochmal... Keine Ahnung.
wo der letzte Teil sein soll. Also bleibt mir ja eigentlich nichts anderes übrig, als jetzt nochmal nach diesem Ort hier zu checken. Okay, hier ist das Motorrad-Icon. Aber da muss ich ja schon mit dem Motorrad rüber. Weil den schafft das nicht, oder? Nee. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo das Motorrad sein soll. Und werde das jetzt einfach ganz dreist googeln. Vielleicht finde ich ja was. Okay, also die gute Nachricht ist, ich weiß jetzt, dass wir das Motorrad gar nicht brauchen für das, was wir vorhaben. Die andere gute Nachricht ist, ich weiß auch, wo wir wahrscheinlich weiterkommen. Die schlechte Nachricht ist, ich bin slightly tilted, weil ich halt legit blind bin, ne? Ah, also. Ja, Fuanani Bossfight, geil, haben wir gemacht. Sweet, sweet, gut. Ich habe die Plattform hier nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass es da nach oben geht, aber ich habe die Plattform hier nicht gesehen. Wenn ich auf die Plattform gehe, komme ich darauf. Hallo, Stonic. Ja, ich sag da. Hey, Süße. Willkommen in meiner Werkstatt. Ich bin Stonic. Mann, was ist das für ein Geruch? Ja, das ist nur mein Stoff. Rauchst du süß? Ich kann dir was davon besorgen. Danke, kein Bedarf. Hast du hier nur Stoff? Was ist mit dem ganzen Werkzeug? Cherry, komm schon, lass ihn in Ruhe und gehen wir. Sprich, das Ding ist ja geil, Mann. Hey, Stonic, hier oben bin ich. Weißt du noch, was ich dich gefragt habe? Oh, Mist. Gotta go fast. Hab ich vergessen. Sorry, mit mir musst du es langsam angehen lassen, Süße. Was wolltest du? Was machst du beruflich? Oh, ich bin Mechaniker. Dir ist klar, dass ich eine Kundin bin, oder? Oh, echt? Ja, Mann, also verhalte dich professionell. Warte, im Ernst jetzt? Ich will nicht aufdringlich sein, aber dein Macher muss ein wahres Genie sein. Tolle Arbeit. Ich habe noch nie einen Denzel gesehen, der so menschlich aussieht. Kompliment. Doch diese Hände können aus einer tollen Arbeit ein Meisterwerk machen. Oh, du weißt also, wovon du sprichst, Süßer. Ey, klar doch, Süße. Also chill doch erstmal und zieh dich um. Stonic hat immer was Passendes auf Lager. Bro, Stonic ist so weird. Guck mal, jetzt ist alles buggt. What is happening? Der kann TP weiter erhöhen und ich hab mein Nackenkissen verloren. Ach, scheiße. Wie soll ich denn so meiner Arbeit nachgehen? Wunderbare Blümchen. Gotta go fast. Arschtritt. Geil. Gallenstein. Okay, so. Was haben wir hier noch? Da sind mehr von diesen Dingern. Oh mein Gott. Da ist die Schleuder. Okay. Geil. Okay. Nice. Pass auf. Slingshot. Slingshot? Kann jetzt einfach durch die Gegend fliegen. Total cool. Und deswegen sind die auch diese Dinger. Jetzt kann ich die einsammeln, kriege immer wieder Energie dazu und kann durch die Gegend dashen, wie lustig und ne? So ist. Nice. Mega nice. Das heißt, wir suchen uns jetzt mal einen Speicherpunkt. Denn Papa muss über seine Fehler nachdenken und vor allem muss ich halt auch einfach mal zur Arbeit. Es ist halt de facto so. So, hier muss doch irgendwo ein Safe Point sein. Was denn hier? Das war einfach straight up zu. Okay. Okay. Hier vielleicht? Komm, wir gucken uns so lange um, bis wir einen Checkpoint finden. Alles cool, alles Yuchi. Ja, um ist nix. Hier ist noch ein bisschen Stuff. Hier kann man nur runterfallen. Hier ist ein Hebel, hier ist ein Shortcut. Und damit kommen wir auch zum Checkpoint. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!